Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Äonentor. In der letzten Folge haben wir den Bosskampf gemacht, glaube ich, gefühlt, und er hat uns einen Zauber aufgelegt und jetzt hat er unser Körper gestohlen und ich bin nur noch ein wandelter lila Violette. Diesmal kriegen wir Mario und schnappen uns die Karte. Mit meiner Superbombe werden wir Mario im Nu schlagen. Oh ja. Barbara, gib mir die Superbombe. Was? Was soll das, Barbara? Frag doch nicht so blöd. Aber du hattest doch die Bombe gerade noch. Die wichtigen Sachen lässt du mich doch nie tragen. Willst du mich etwa auf den Arm nehmen, Barbara? Du weißt doch genau, dass du die Bombe hattest und nicht ich. Oder willst du etwa behaupten, ich hätte sie verloren? Aber... egal, ich will nichts mehr darüber hören. Auf jeden Fall hast du sie hier irgendwo verloren. Und bis wir zurückkommen, wirst du sie wiederfinden. Du weißt ja, was dir sonst blüht. Du wirst mich bestrafen? Du tätest also besser daran, sie zu finden. Komm, Roberta, lass mir diese alte Tanthüte hier. Verstanden. Die arme Barbara. Naja, kann man nichts machen, ne? Einfach so eine grüne Violette. Muss ich trotzdem gegen Gegner kämpfen? Das wäre blöd. Scheinbar ja. Gott, jetzt bin ich ganz alleine. Aber ich kriege noch Erfahrungspunkte. Das ist doch schön. Dann krieg ich ja noch ein Level up. Flup, flup, flup. Wir sind auf uns allein gestellt. Das ist doch nicht schön. Dieser blöde Arsch. Der kriegt noch was zu hören. Oh Gottchen, der wird Charge machen. Das ist blöd. Oh, 9 Schaden, das tut weh. Schaden, das tut richtig weh. Dann setzen wir nochmal Erdbeben ein. Mensch. Au. Oh.
Boah, ich kann nichts machen, ich bin tot. Nein, ich bin wach. Okay. Na. Maxi Beben, komm, mach mal Maxi Beben. Das kriegen wir ja hin. Ich vielleicht noch eine Heilung. Mist. Kein Erstangriff für mich. Natürlich ist jetzt wieder so ein Starker dabei. Ich werde nicht mehr. Na, ich habe ja noch einen Lebenspilz, von daher. Na gut, der haut ab. Der auch, also von daher. Alles gut. Aber ich glaube, ich setze mein Item an. Brauchen mehr Pilze. Definitiv. Und speichern. Speichern ist jetzt angesagt. Definitiv. Erster Angriff erfolgreich. Stimmt, ja. Hab ja eine sehr gute KP-Kraft. Oh Gott, ihr boostet euch aber ganz schön gewaltig. Oh komm, mach mal doch mal die Paralyse. Drei Runden, das können wir ja hin. So. Wunderschön. Und dann nochmal den Erdbeben. Ja, kurz vom Level Up. Das ist schön. Okay, mehr Münzen sind mehr Münzen. Erster Angriff erfolgreich.
Gott, ihr mit euren Chachi, ihr nervt ganz schön gewaltig. Komm, Sternpfett. Vierzehn Erfahrungs-, Heilungspunkte sind ganz gut. So, dann einmal Sprung. Na, schade. Level up. Ich nehme wieder Ohrenpunkte. So, was können wir denn noch einsetzen? Wir haben wieder drei. Ich glaube, ich setze dafür wieder KP Plus ein. Erster Griff. Ja, super. Mann, ich drücke doch. Ey, das ist echt unfair. Meine Fresse. Das kann doch nicht wahr sein. Das nervt. Ja, hau ab. Mann. Mistvieh. Brauch meine Partner zurück. Hey, ich habe dich erwartet. Du bist Mario, oder? Ein schöner Name. Und ein schöner Körper. Deine Sprünge sind unvergleichlich. Außerdem scheinst du sehr beliebt zu sein. Du gefällst mir. Von nun an werde ich als Mario leben.
Hast du es gemerkt? Ich habe deinen Namen und deinen Körper übernommen. Ich habe die Gabe, mich selbst und andere zu verwandeln. Aber Name und Körper zu nehmen, reicht nicht, um sich wirklich zu verwandeln. Der ursprüngliche Besitzer des Namens und des Körpers muss ausgelöscht werden. Deshalb habe ich dich hier erwartet, um dich zu vernichten. Aber da es zu einfallslos ist, dich einfach zu schlagen, gebe ich dir eine Chance. Wenn du errätst, wie ich heiße, gebe ich dir Namen und Körper zurück. Was sagst du? Interessant, oder? Also denk nach, wie heiße ich wohl? Woher soll ich das denn wissen? Komm, wir sind einfach mal sehr einfallsreich. Geist. Bert. Daneben, was für eine groteske Idee. Ich werde dich auslöschen. Und versuche ja nicht zu fliehen. Du denkst doch etwa nicht gerade darüber nach, wegzulaufen, oder? Ich rate dir nicht dazu. Und tschüss. Feigling, einfach abzauen. Naja, wenn du es mir anbietest. Wenn es nach mir ginge, dann schon lieber eine Krähe als ein Schwein. Eine Krähe kann wenigstens fliegen, aber ein Schwein? Der Fluch ist gebrochen, weil Mario den Geist verjagt hat. Diese rote Mütze und die blaue Latzhose, ein rinnhalsender Mann. Du solltest dir ein Beispiel an ihn nehmen. Ich bin Mario. Jetzt, wo der Geist vernichtet ist, bin ich eigentlich überflüssig hier. Aber ich will das Top weiterhin bewachen. Manchmal laufen seltsame Gestalten hier herum. Solche wie du zum Beispiel. Du scheinst für eine ziemlich finstere Gestalt zu sein. Lass mich einfach in Ruhe. Warum nur? Ich verstehe das nicht wirklich nicht. Ich erinnere mich nur noch, dass ich aus dieser Röhre gestiegen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich in diesen Laden gekommen bin. Aber ist es nicht egal? Diese Madame war wirklich très gentil zu mir. Okay, ich möchte gerne erstmal was lagern. Ich bin empört, dieses Schwein, das hier war gar nicht mein Mann. Aber der da ist eigentlich auch ganz attraktiv und jünger. Süßester. Genau meine Kragenweite. Aber Spaß beiseite. Tritt ein, mein Freund. Willkommen im Düsseldorfer Laden. Was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne erstmal lagern. Konsoles Tonic können wir lagern. Drucken, Blumen können wir lagern. Buhlagen und Wurstiegel. So. Dann hole ich mir mal zwei Lebenspilze. Oder nochmal zwei Superpilze. Und vielleicht auch noch drei Sirupe. Mal zwei sollten reichen. Paralysiert alle Gegner. Zerwürfe erleiden Gegner, die direkt angreifen, auch den halben Schaden. Donnerzorn. Gegen alle Gegner. Das ist doch schön. Guck mal, der Kampf-Dojo ist wieder da. Falls du den Kampfcoach suchst, hast du ihn gefunden, Kumpel. Dein Gesicht, falls man das nennen kann, sagt mir nichts. Hast du einen Namen, schattenhafter Fremder? Hä? Dein Name wurde geklaut? Oha, was es nicht alles gibt. Dann nenne ich dich eben einfach Namenloser. Also, willst du kämpfen lernen, Namenloser? Das ist mein Spezialgebiet, lass dir das gesagt sein. Aha, dann werde ich dich erstmal weiter spannende Tipps für dich recherchieren. Komm wieder vorbei. Wir drei Mädels bereisen die ganze Welt.
Ich werde das Gefühl nicht los, wir wären bis vor kurzem Schweine gewesen. Oh, als Schweine wären wir bestimmt noch viel bezaubernder. Was soll ich nur tun? Ich weiß nicht, was du tust, aber ich heile mich erstmal. Das habe ich bitterlich nötig. Und gut geschlafen, der gute Reise. Dann gute Reise und komm immer wieder gerne vorbei. Am Pfirsich. Ne, brauche ich nicht. Dann reden wir doch mal mit den hier. Oink, oink. Ach, was man einmal gelernt hat, muss man immer wieder üben. Wenn ich das nächste Mal ein Schwein werde, möchte ich vorbereitet sein. Was? Niemand wird mir in ein Schwein verwandelt? Oh, kannst du mich bitte für eine Weile allein lassen? Och, schade. Willst du nicht eine Weile hier wohnen bleiben? Für einen Schatten wie dich ist das hier kein schlechter Ort. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilda mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich helfe dir. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, wird Brunhilda mich fürchterlich bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Hier, deine Superbombe. Oh, du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Was ist denn das? Die ist ja kaputt. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilda sie fallen gelassen hat. Ach, was soll ich noch tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Trösten. Danke, es geht mir gleich ein bisschen besser. Aber was soll ich noch tun? Bestimmt kommt sie gleich zurück und dann. Hm? Wie heißt du eigentlich? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist dir geraubt worden? Hm, kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Dann bist du ja noch viel schlimmer dran als ich. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jemand wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch länger bei meinen Schwestern bleiben möchte. Wir verstehen uns nicht gut. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich ihre Schwester bin und nicht ihr Bruder. Deswegen fühlt es sich jetzt noch schlimmer an, wenn sie mich schlecht behandeln. Und du warst so nett zu mir, deshalb möchte ich jetzt dir helfen. So macht man das doch, oder? No. Bitte? Papa gehört nun zum Team. Barbara hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie wird Mario unsichtbar. Beide bleiben unbemerkt. Mit dieser Fähigkeit kannst du dich von Gegnern verstecken. Drücke X, um wieder sichtbar zu werden. Wo können wir jetzt da bei diesen Stacheln raum? Das kriege ich hin. Im Kampf kannst du mit den Schattenhieb Feinde angreifen und anzünden. Mit Such mich werden beide unsichtbar und weichen so den gegnerischen Angriff aus. Zuerst müssen wir den Namen dieses Geistes herausfinden. Sehen wir also mal, was wir darüber in Erfahrung bringen können. Weißt du, vor den Menschen tun die Vögel so, als hätten sie von nichts eine Ahnung. In Wahrheit kommen sie überall herum und wissen über alles Bescheid.
Mit mir kannst du all ihre Gespräche genau verstehen. Wenn wir die Vögel belauschen, erfahren wir bestimmt etwas, das uns weiterhilft. Also lass mich dir meine Kräfte helfen. Neulich habe ich mit Karl Kehl aus Tuttown geschattert. Der hat jetzt Glasfaserkabel für all seine Leitungen. Ist ja super. Da kann er jetzt bis zu 100 MB oder mehr ganz dort runterladen. Und die Informationsbeschaffung im Internet geht bestimmt auch viel schneller. Genau, heutzutage kann man nur überleben, wenn man verlässliche Informationen hat. Wir haben ja auch ein Büro zu Hause. Da muss man immer auf den Laufenden sein. Man muss sich einfach einfallen lassen. Man muss sich was einfallen lassen, wenn man nicht zu den Verlierern gehören will. Die Probleme mit der Energieversorgung werden wirklich immer gravierender. Ja, da hast du recht. Bevor alle fossilen Brennstoffe verbraucht sind, sollte man Alternativen finden. Windgeneratoren, Wasserkraftwerke, am meisten erwarten die Menschen sicher von der Solarenergie. Mal speichern. Dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, Tüdelü.